Das Faradaysche Gesetz gestattet uns, Stoffumsätze sowohl bei der Elektrolyse als auch bei einer galvanischen Zelle zu berechnen, und wir können auch Korrosionsraten damit diskutieren. Durch eine elektrochemische Reaktion wird die Dicke eines Werkstücks aus Eisen kontinuierlich reduziert. Wir formulieren zunächst die entsprechende Durchtrittsreaktion. Um die Dicke der abgetragenen Schicht mit der Masse des Eisens korrelieren zu können, brauchen wir die Beziehung D gleich V durch A und Dichte gleich M durch V. Zusammen mit dem Faradayschen Gesetz ergibt sich eine Beziehung zwischen der Schichtdicke und der Stromdichte klein i. Wenn wir als Zeit ein Jahr einsetzen, also 31.536.000 Sekunden, erhalten wir eine Korrosionsrate von 2,32 Mikrometer.